to Southeast Europe ist vor einem mehrfachen Hintergrund entstanden. Zum einen aus dem Bewusstsein der Goethe-Institute in den teilnehmenden Ländern, dass es die junge Theaterszene schwer hat, sich zu etablieren, dass es schwer ist, zeitgenössische Dramen nicht nur zu schreiben, sondern auch zu aufführen. Hey Dad, do you have a few minutes? Dann kam gleichzeitig die Pandemie und dann haben wir angefangen, dieses Projekt aufzustellen, was darin bestand, dass in 2 Jahren in 7 Ländern unserer Region Workshops mit jungen Dramenautoren stattgefunden haben. Und mit diesen Workshops wurden eben Stücke ins Leben gerufen, Stücke geschrieben, die hier heute in Oberhausen zu einem Teil vorgeführt werden. Se borim, jer kad je žena lepa i pametna, pa nju odmah treba ubiti u pojam. Wir am Theater Oberhausen sind unheimlich glücklich, dass wir dieses Festival bei uns stattfinden lassen konnten. Wir sind immer eigentlich auf der Suche nach einer möglichst großen Vielfalt der literarischen, theatralen Stimmen in dieser Gegenwartsdramatik. Und unser Eindruck ist, dass im deutschsprachigen Theaterraum die Dramatik aus Südosteuropa eigentlich noch gar keinen Raum findet und nicht genügend stattfindet. Und da hoffen wir, dass das Festival dieser Dramatik, diesen jungen Stimmen eine größere Sichtbarkeit verschafft. Thank you all and I hope the festival will be a big success. This feeling of not being, never being able to really grow and be autonomous. Mein Name ist Greg Liakopoulos. Ich bin einer der eingeladenen Autoren zu dem Festival hier in Oberhausen. Mein Text mit dem Titel Generation Lost wird hier in Oberhausen in der Form einer Installation präsentiert. Schreiben ist normalerweise eine sehr einsame Tätigkeit. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es solche Chancen und Gelegenheiten gibt, mit Kollegen sich auszutauschen. Was finde ich besonders schön zu merken ist, ist, dass diese ganze Bandbreite des Projektes, das das Goethe-Institut initiiert hat, jetzt auch wirklich auf so eine lebendige Art und Weise irgendwie hier stattfinden konnte. Da sind eben extrem spannende und kämpferische Positionen entstanden und dann merkt man auch, wenn diese Texte jetzt den Schritt auf die Bühne machen, wenn wir hier ein lokales und internationales Publikum versammeln, dass das eben auch alles Stimmen sind, die es nicht nur wert sind, gehört zu werden, sondern die eben richtig nochmal eine Kraft entfalten in dem Moment, wo sie auf einer Bühne stattfinden. Ich bin verrückt geworden. Es gibt keinen anderen Weg. The allies understand how important are the stories, even at the political level. Dieses Projekt, wie gehen wir demokratisch in die Zukunft, wie halten wir an der Utopie von einem Miteinander in Europa fest, dieses Projekt wird, glaube ich, wirklich durch das Theater, durch Begegnung im Theater befördert. Und damit ist dieses Festival für mich schon auch sehr stark eine politische Geste für so ein demokratisches Miteinander in Europa in dieser Zeit. Also, dass diese doch sehr unterschiedlichen Themenstränge jetzt irgendwie so zusammenwachsen auf diesem Festival und dieses tolle Publikum anlocken, das macht einfach wirklich total Spaß. Und das ist einfach eine Atmosphäre, glaube ich, die so ein bisschen auf dem Festival entstanden ist, die auf jeden Fall Hoffnung gibt, dass das Projekt auch in die nächsten Jahre weiter wachsen kann.